Wenn euch diese Folge gefällt und ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr mich auf GetNext und PayPal supporten. Hey Leute, schön euch wiederzusehen. Ein interessantes Thema habe ich wieder für euch ausgepackt, nämlich wie Cannabis zu bewässern ist und das über den gesamten Lebenszyklus zu betrachten ist. Ein interessantes Thema, weil am Ende sprechen wir auch noch darüber, wie man durch Stress die Pflanze dazu bekommen kann, mehr Inhaltsstoffe wie Terpene und Cannabinoide auszubilden. Cannabis ist eine einjährige Pflanze, die also nur eine Saisonzeit hat, ihren kompletten Lebenszyklus zu durchleben. Sie braucht im Schnitt in Freilandkulturen zwischen 250 und 500, in heißen Regionen sogar bis zu 700 Liter Wasser pro Quadratmeter. Das bedeutet, Wasser ist eine wichtige Ressource. Der Lebenszyklus einer Cannabispflanze lässt sich in drei Abschnitte teilen: die Keimung, die vegetative, also die Wachstumsphase, und auch die Blüte. Die Keimung ist so speziell für sich, darüber muss ich euch auf jeden Fall irgendwann mal ein eigenes Video machen. Heute befassen wir uns mit der Wachstum- wie der Blütephase. In dieser Phase wächst die Pflanze und auch proportional zum Wachstum steigt der Wasserverbrauch. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Pflanze versucht, eine maximale Größe zu erreichen und dabei die gesamte Zeit Wasser nicht nur braucht, um Nährstoffe aus dem Boden nach oben zu befördern, sondern auch ganz viel Wasser in ihre Zellen einlagert, um Biomasse aufzubauen. Wie auch wir Menschen, die über 70% aus Wasser bestehen, ist es auch so bei den Pflanzen. Deshalb in der Wachstumsphase ist das Wasser definitiv auch ein wichtiger Baustein der Pflanze. In dieser Phase sollte immer ausreichende Feuchtigkeit im Boden vorhanden sein, da dies nicht nur für die Pflanze, sondern auch für die Mikroorganismen und Pilze enorm wichtig ist, die eine Symbiose mit der Pflanze eingehen, damit es nachher, wenn es in die Blüte geht, die Pflanze maximal performen kann. Wie ihr hier hervorgehoben sehen könnt, ist in der vegetativen Phase immer darauf zu achten, konstant bei 3 der Feuchtigkeitsskala zu bleiben. Das ist beim Gießen von Hand nicht immer einfach zu gewährleisten. Dazu gießt man am besten immer von 2 auf kurz vor 4, sodass die meiste Zeit das Feuchtigkeitslevel von 3 besteht. Wenn ihr nicht wisst, was ich mit 2, 3 und 4 meine, das sind Level einer Feuchtigkeitsskala, die ich in meiner Folge Richtig Gießen auf Erde besprochen habe. Auf jeden Fall auch anschauen. Durch das Gießen von 2 auf kurz vor 4 gewährleistet man, dass immer ausreichend Feuchtigkeit wie auch Sauerstoff im Boden vorhanden ist. Denn die Pflanze braucht nicht nur Wasser, sondern die Wurzeln brauchen auch Sauerstoff, um sich gut zu entwickeln. Und durch dieses kurz vor Trocken bei 2 suchen die Wurzeln auch immer nach neuem Wasser. So entwickelt sich die Pflanze optimal. So gewährleistet man, dass die Pflanze während der gesamten Wachstumsphase keinen Stress hat und sich optimal auf die Blüte vorbereiten kann. Stress ist das Stichwort dieser Folge. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wie man durch Trockenheitsstress die Pflanze dazu bringen kann, mehr Terpene und Cannabinoide auszubilden. Die vegetative Phase ist abgeschlossen, die Pflanze hat fast ihre maximale Größe erreicht, Biomasse ist aufgebaut, Wasser ist eingelagert, jetzt bereitet sie sich vor, in die Blüte überzugehen. In dieser Phase fängt sie nun an, sich auf die Blütenbildung wie auf die Inhaltsstoffe wie Cannabinoide und Terpene zu konzentrieren, weniger auf den Aufbau von Biomasse. In der hier jetzt eingeblendeten Studie, welche den Wasserverbrauch von Cannabis-Farmern in Kalifornien über das Jahr hinweg untersucht hat, ist deutlich zu erkennen, dass ab dem Monat August, wo die Blüte langsam anfängt einzusetzen, der Wasserverbrauch bei allen Farmen konstant abnimmt. Man erkennt deutlich, dass die Pflanzen nach dem Stretch ihre finale Größe erreicht haben und ab dem Moment sich nur noch auf die Blütebildung konzentrieren. Was bedeutet Stretch? Einige von euch kennen diesen Begriff nicht. Stretch ist die finale Streckung auf die maximale Größe einer Pflanze, die in den ersten 2 bis 3 Wochen bei Einleitung der Blüte noch vollzogen wird. Dort ist die Pflanze noch damit beschäftigt, Biomasse aufzubauen. Wenn sie das gemacht hat, hat sie ihre maximale Größe erreicht und definiert, an wie vielen Stellen sie auch wirklich geile Buds aufbauen kann. Von nun an verbraucht die Pflanze weniger Wasser und es wird wirklich spannend. Denn Studien haben gezeigt, dass Cannabis unter Stress sogar dazu gebracht werden kann, signifikant seine Inhaltsstoffe zu verändern, nach oben wie nach unten. Da es unterschiedliche Formen von Stress gibt, die bei der Pflanze dazu führen können, dass sie ihre Inhaltsstoffe signifikant verändert, wie Stress durch Licht, Stress durch Nährstoffmangel und Stress durch Wasser, also Trockenheit in dem Fall,
wollen wir uns das mal genauer angucken. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Stress durch Wassermangel befassen, da Studien gezeigt haben, dass wenn man kontrollierten Stress am Ende, also sozusagen am Anfang des letzten Drittels der Blüte, in die Kultur einbringt, das dazu führen kann, dass THC, CBD und Terpene wirklich messbar mehr vorhanden sind am Ende in der Ernte. Wie genau geht das nun vonstatten? Da die Pflanze ihre Umgebung mit unterschiedlichen Reizen wahrnehmen kann, wie Gravitation, Temperatur, Licht und auch Feuchtigkeit, kann sie sich auch auf verändernde Umgebungsbedingungen einstellen. Das bedeutet, eine Pflanze kriegt definitiv mit, dass es trockener oder feuchter ist. Und solche Signale können für Cannabis bedeuten, dass es eine schwere Saison ist und eine Trockenheit dazu führen kann, dass die Pflanze nicht ihr Lebensziel erreicht, nämlich am Ende sich zu vermehren. Und die Pflanze dadurch sich darauf einstellt und ihre Prozesse beschleunigt, um schneller fertig zu werden und somit den Erhalt ihrer Spezies oder ihrer Genetik auch zu gewährleisten. Diese Eigenschaft der Pflanze nennt man Tropismen, auf jeden Fall auch eine gesamte Folge wert. Diese Folge sollte sich tatsächlich nur mit dem Stress durch Trockenheit befassen. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, Stress herbeizuführen. Das heißt, es sind noch viele interessante Themen offen, die ich für euch bearbeiten kann. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr was lernen konntet, nicht vergessen, den Daumen oben da zu lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So verpasst ihr keine weiteren Folgen. Euer Vince.